und herzlich willkommen zu einem weiteren GTRP-Video. Ich habe richtig Lust auf das heutige Video. Wir haben sehr lange kein Abenteuer zusammen mit Blitze erlebt und deshalb dachte ich mir, komm, Freunde, wir lassen uns heute einfach auf alles ein. Mal gucken, ob was Cooles, Spannendes passieren wird. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch passieren wird. Also lasst ihr schon mal ein Like da. Vielleicht schaffen wir 5000 Likes. Aktiviert die Glocke und lasst uns jetzt mal kurz ins Auto reingehen. Ich habe Blitze echt vermisst. Na, Blitze, geht's dir gut? Alles ju. Endlich wieder Zeit für ein Abenteuer oder was? Ja, ich sag dir ehrlich, ich habe so Lust auf das heutige Abenteuer. Hast du schon eine Idee, wo wir hinfahren können? Nee, ich habe eigentlich keine Idee, aber wir lassen uns ja einfach überraschen. Hauptsache, wir machen jetzt endlich wieder ein Abenteuer zusammen. Ja, Blitze, komm, lass uns, keine Ahnung, sollen wir vielleicht zu Russik oder so fahren? Vielleicht hat er irgendwas Cooles vor. Dann können wir zusammen mit seinem Auto irgendwo hinfahren. Ja, können wir versuchen, aber ich weiß nicht, ob er zu Hause ist. Oh, oh, Sue, guck mal hinter dir. Warum die Polizisten? Ich bin ganz normal gefahren. Hä, was wollt ihr von mir? Okay, Leute. Blitzi, wir klären das schon. Okay, wir klären das. Okay, wir machen das schon. Ja, Blitzi. Ja, alles gut. Was ist denn passiert? Bin ich zu schnell gefahren oder was? Ja, in Ordnung, Sheriff. Officer, wie heißen Sie? Manfred, ich habe gar nichts gemacht. Warum halten Sie mich jetzt auf? Ich bin zu schnell gefahren. Ich bin auf gar keinen Fall zu schnell gefahren. Ich kenne mich doch hier aus wie meine linke Westentasche. Das ist meine Stadt, das ist meine Gegend. Ja, mein Ausweis? Okay, einen Moment, obwohl ich... Blitzi, was wollen die von uns? Wir sind doch ganz normal gefahren. Ja, sind wir auch. Eigentlich hast du gar keine Schuld. Okay, ich nehme mal ganz kurz hier alles raus. Hier, Officer, nehmen Sie. Meine Fahrzeugpapiere, alles bei Ihnen, nehmen Sie. Herr Siu, wir haben Sie im Auge. Ja, machen Sie keine Dummheiten. Wie, Sie haben mich im Auge? Ich habe doch aber nichts gemacht. Warum ist eine mündliche Verwarnung. Wenn das ich habe aber gar nichts gemacht, Officer. Wollen Sie auch noch Widerworte machen? Dann bleibt nicht bei einer. Nein, bei allem Respekt, ich wollte jetzt nicht laut werden. Ich habe nur die Logik gerade nicht verstanden. Schreien Sie ein. Wir sind Polizisten. Fahren Sie weiter jetzt. Ja, alles in Ordnung. Und Sie bluten irgendwie. Kümmern Sie sich um diese Wunde. Jo. Nicht, dass Sie sich entzünden, lieber Freund und Helfer. Ganz komisch. Okay, wir sind ganz normal gefahren. Da sind wir auch, Blitzi, aber warum halten wir uns einfach so auf? Ich meine, das war ja anscheinend eine normale Verkehrskontrolle, aber der hat echt aggressiv mit mir geredet. Ganz komisch. Okay, dann lass uns mal zu Russik fahren. Aber weißt du was, Blitzi? Ich werde meine Laune jetzt deswegen nicht kaputt machen. Na und dann wurden wir halt von den Polizisten kurz angehalten. Aber es könnte auch schlimmer ausgehen, oder? Ja, ich meine, die wollten ja an sich nur kurz mal deine Personalien haben und es ist nichts passiert. Aber guck mal wieder da vorne. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist heute in Los Santos los? Ja, alles gut. Was ist denn heutzutage hier los in Los Santos? Ist das hier gerade Tag der Polizisten? Einmal bitte aussteigen. Jawohl, Officer. Zu Befehl, guten ich habe nichts gemacht. Hallo, guten LSPD, Tag. Ihren Ausweis, Führerschein und auch Fahrzeugpapiere wollen aber wir auch selbstverständlich, sehen. Officer. Nehmen Sie. Ich werde das überprüfen. Einen Moment. So. Hey Leute, was ist denn hier los? Entschuldigung, ich habe mal eine Frage. Gibt es hier gerade vielleicht viel zu viele Kriminelle? Ist die Kriminalitätsrate gestiegen oder was? Okay. Der hört mir nicht mal zu, Leute. Sir, ich habe gerade durchgefunkt. Sie werden gefahndet. Kann das sein? Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Ja, falsche Daten wohl. Ja. Was steht denn bei Ihnen drauf? Also, welcher Name steht denn da drauf? Herr Kollege, kommen Sie mal kurz. Bei mir steht Markus. Ist das richtig? Nee, ich bin nicht Markus. Mein Name ist Hugh. Gut. Was macht er denn da? Macht er jetzt Fotos oder was? Gucken Sie sich diese Beweismittel an. Was für Beweismittel? Kommen Sie mit. Also, Sie machen hier einen Riesenstau, ja? Ich weiß nicht, Blitzi. Sag lieber nichts. Nicht, dass Sie dann deswegen irgendwie wegen deiner Technologie jetzt das Auto mitnehmen. Mit wem reden Sie da? Ich habe gerade mit meiner Freundin geredet. Okay, tut mir leid, Sie machen hier einen Riesenstau, wie Sie sehen. Sie machen hier einen Riesenterz, ja? Tut mir leid. Ich werde nach rechts parken, ja? Ich werde nach rechts fahren. Alles gut. Sie haben ja recht, Officer. Ich will gar keinen Stress haben. Ich verstehe nur nicht, warum ich jetzt das zweite Mal innerhalb von 2 Stunden festgehalten werde, aufgehalten werde von Ihnen. Ey, Manni, lass den mal da stehen, diesen fette Burger. Komm, bevor die kalt werden. Die holen wir uns mal, ja, darf ich jetzt losfahren? Was wollen Sie denn jetzt mit mir machen? Stellen Sie nicht bei der Ermittlung, bitte. Hä, ich verstehe das nicht, Freunde. Ich werde langsam echt sauer. Was wollen die denn überhaupt von mir die ganze Zeit? Sie sagen mir ja noch nicht mal irgendwelche... Guckt mal, gucken Sie mal, wie die Leute hier fahren. Die müssen Sie aufhalten, nicht mich. Ich, derjenige, der sich an alle Verkehrsregeln haltet, den wollen Sie einfach jetzt festnehmen und das Auto beschlagnahmen, oder was? Das macht doch gar keinen Sinn. Den hier abschleppen einmal. So, Ihr Auto ist beschlagnahmt. Das werde ich auf gar keinen Fall zulassen. Das geht nicht, das kann ich nicht zulassen. Ich werde das auf gar keinen Fall zulassen. Nur über meine Leiche nehmen Sie das Auto jetzt mit. Ach so, wissen Sie was? Gucken Sie mal, die Oma, die müssen Sie festhalten. Ich bin festgenommen. Ganz genau, nicht ich. Stehen bleiben.
Ja, die haut ab, Leute. Gucken Sie mal, das ist ein Krimineller, nicht ich. Genau, rennen Sie da hinterher. Sehr gut, der eine Officer macht das gut. Fahren Sie weiter jetzt. Ach, meinen Sie mich? Jawohl, Officer. Vielen, vielen Dank. Hier sind Ihre Papiere. Schönen Tag noch. Bitte schön. Dankeschön. Passen Sie gut auf sich auf und immer dran denken. Die Gerechtigkeit. Suchen Sie die richtigen Kriminellen, nicht mich. Nicht Unschuldige. Haben Sie das verstanden? Tschüss. Ja, natürlich. Du, ich glaube, die Kriminalitätsrate in Los Santos ist enorm gestiegen. Das sieht gar nicht gut aus. Wahrscheinlich werden wir deshalb die ganze Zeit festgehalten, weil die müssen diese Durchsuchung durchführen. Verstehst du das? Ja, aber ich meine, wir halten uns an alle Verkehrsregeln. Wir fahren nicht wie Verrückte durch die Stadt. Und deshalb wundere ich mich, warum? Was ist denn heutzutage hier in Los Santos los? Ich dachte ehrlich, wir können heute einen ganz chilligen Abend zusammen machen, beziehungsweise einen Tag genießen, irgendwelche coolen Abenteuer miteinander erleben. Aber das, was gerade ist, das stresst mich wirklich. Ja, Sue, alles gut. Mach dir keinen Kopf, der Tag beginnt jetzt doch einfach. Lass uns jetzt zur Musik fahren und dann machen wir was Cooles zusammen. Okay, dann lass uns weiterfahren. Ju, wir brauchen noch 5 Minuten. Ja, ich sehe das gerade auch im Navi, aber ich sag dir ehrlich, guck mal, ich sehe doch schon, da vorne ist ja auch wieder was los. Aber diesmal werden die mich ganz bestimmt nicht festhalten, oder? Halten die mich hier auf? Hey, dann sind wir. Nein, mich nur geil, um, geil, 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 let's go. Ju, war das nicht gerade der Cousin von iCrimex? Weiß ich doch nicht. Ich habe noch nie Kontakt mit ihm gehabt. Wie, du hast die Videos noch nicht angeguckt? Nee, hab ich noch nicht. Aber bist du sicher? Ich meine, was soll ich denn da jetzt machen? Ich glaube, der hat Hilfe gebraucht, so wie die Polizisten zu dir waren. Ich glaube, der ist ziemlich schüchtern und nett, aber ich weiß nicht, ob die Polizisten ihn da einfach so gehen lassen werden. Also bist du der Meinung, dass wir umdrehen sollen, oder was? Blitzi, ich will nicht, dass wir umdrehen. Was machst du da, Blitzi? Ja, Sue, vertrau mir, der Junge braucht Hilfe. Wir müssen ihm helfen. Okay, Blitzi, wenn du das sagst, dann machen wir das. Wo war der denn genau? Wie sah er denn aus? Wo und woher kennst du ihn überhaupt? Du bist zu schlau, Blitzi. Ja, ich weiß, aber da ist er doch. Wir müssen uns beeilen. Okay, das hört sich so an, als ob er jetzt irgendwie verhaftet wird und ins Gefängnis muss. Er wahrscheinlich nicht. Guck mal, diese ganzen gesagt, Leute, die warten hier. Wir sind Knastkollege, ja. Nein, der Arme. Ist das Timmy? Ey. Okay. Mir Blitzi, ist egal, wer dein Cousin ist, Junge. Officer, was ist hier los? Was ist hier passiert? Was wollen Sie denn hier? Polizeiliche Maßnahme? Ja, ich habe nur eine Frage. Ich habe nur eine Frage. Polizeiliche Maßnahme. Schon seit heute Morgen versucht die Polizei, irgendwelche unschuldigen Menschen hier festzunehmen. Und der arme Junge, was hat er gemacht? Nur weil er sich. Sieht der für Sie unschuldig aus, oder was? Gucken Sie mal das Auto. Wo ist das Auto bitte getuned? Gar nichts ist an dem Auto. Erklären Sie mal. Das ist das Problem. Das Auto ist zu schlecht für die Autobahn. Nur weil das Auto zu schlecht ist, sagen Sie, dass er keine Berechtigung hat, hier in Los Santos zu leben? Was ist denn das bitte für eine Aussage? Das ist ein umgebauter Rasenmäher. Gucken Sie sich die Karre mal an. Hören Sie mal zu, das geht auf gar keinen Fall, dass Sie so mit mir oder mit ihm reden. Das geht nicht. Das gehört sich nicht. Sie werden von meinen Anwalt hören, wenn Sie so weitermachen. Nein, Sir, beruhigen Sie sich, Sie haben recht. Warten Sie, ja? Hey, danke dir, wer bist du überhaupt? Danke, dass du dich für dich einsetzt, ey. Das ist richtig korrekt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Du steckst anscheinend wirklich fett in dieser Scheiße. Aber sag mal ehrlich, hast du dein Auto irgendwie getuned oder so? Nein, ich fahre das immer so. Das ist mein Lieblingsauto in GTA. Und die meinten so, ja, das Auto ist zu schlecht, ich darf das nicht fahren und so, voll schlimm. Und dann bist du gekommen und jetzt meinen die irgendwie, dass sie mit mir reden wollen. Und du bist Timmy oder was? Der Cousin von iCrimex? Ja, ich habe gehört, dass du neulich hier nach Los Santos gezogen bist. Wo hast du sonst immer gelebt? In San Francisco oder so, ne? Naja, da waren so Menschen, die haben mich aber auch nicht gemocht. Und dann, deswegen, und ich glaube, hier ist es genauso. Irgendwie mögen mich die Menschen nicht. Wegen weißt du was? Wir können auf jeden Fall gerne über das Thema nochmal reden, aber jetzt hast du gerade andere Probleme. Ich versuche dir zu helfen. Ja. Also ich sag mal so, ein Kumpel von mir, ein ganz guter Kumpel von mir, hat gesagt, dass du hier in Schwierigkeiten steckst. Also sonst wäre ich eigentlich weitergefahren, sage ich dir ganz ehrlich. Aber du scheinst ja echt ein korrekter Junge zu sein. Die Frage ist nur, wie holen wir dich da raus? Weißt du, was das Problem an der ganzen Geschichte ist? Schon seit heute Morgen, ich wurde zweimal von den Polizisten aufgehalten. Ich check das selber nicht. Also die Polizisten sind heute aktuell übertrieben misstrauisch und die versuchen wirklich die Kriminalitätsrate von Los Santos zu reduzieren. Und die stecken aber... Du bist doch gar nicht kriminell. Ja, du auch nicht. Und das ist das Problem gerade. Die stecken die Unschuldigen mit den Kriminellen in einen Topf und das geht nicht. Das werde ich nicht zulassen. Was dagegen tun? Los! Officer, das geht so nicht, wie sie uns hier behandeln. Mir reicht es. Bei der Ermittlung. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Jetzt reicht's aber. Ist mir auch egal, wenn die Polizisten angerufen werden. Der soll stehen bleiben, Leute. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß, ich mache gerade hier ernste Probleme. Aber nein, das lasse ich nicht zu, dass Unschuldige hier einfach grundlos geschlagen werden. Was machen wir jetzt? Ey, da kommen bestimmt noch mehr von denen. Die werden jetzt erstmal nicht aufwachen. Ich hab Kampfkünste trainiert gehabt und das ist eine andere Geschichte. Nimm das Auto und fahr weg. Pass gut auf dich auf, okay? Manny, komm, steh auf, Junge. Mann, Manny.
11,99, wir brauchen alle Einheiten. Yu, gib Gas, ich glaube, die Polizisten werden jetzt Verstärkung holen. Ja, ich verstehe, aber meinst du nicht, dass Timmy das alleine schaffen wird? Guck mal, wie langsam er ist, der kommt ja immer noch nicht raus. Ja, ich glaube, du hast recht. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, was passiert. Fahr trotzdem erstmal weiter vor. Okay, mach ich. Wir gucken uns die Lage von weiter hinten an. Wir können ja mal hier kurz uns verstecken und schauen erstmal, ob Timmy das überhaupt alleine schafft. Nein, die Polizei kommt, Leute. Da ist der Leute. Timmy, wenn er das nicht alleine schafft, dann müssen wir ihm helfen. Wir müssen uns hier kurz verstecken. Oh oh. Timmy ist zu langsam. Die crashen ihn einfach weg. Der Arme, der ist aus dem Auto rausgeflogen. Das lasse ich nicht zu. Oh. Timmy, steig schnell bei mir ein. Um dein Auto kümmern wir uns später. Oh. Schnell aufstehen. Brauchst du Hilfe? Nehmen Sie das! Oh. Komm rein, Timmy, schnell einsteigen! Schnell. Oh mein Gott! Oh, Scheiße, was habe ich nur getan? Ich stecke in Scheiße drin! Ich habe einen Polizisten zusammengeschlagen, nicht nur einen, sondern jetzt dreimal! LSPD. Ja, jetzt kommt das LSPD sogar! Auf gar keinen Fall! Ju, jetzt geht das Auto los! Let's go! Okay, halt dich fest, Timmy! Ich kann leider nicht darüber reden! Oh, Scheiße, Blitzi! Achtung, Polizisten vor uns! Oh mein Gott, nein! Was machen die? Wow, oh, gib Gas. Woher, wie heißt du überhaupt? Oh mein Gott, nein, ne? Wie ich heiße? Mein Name ist Yu. Aber ich glaube, wir sollten erst später darüber reden. Wir müssen erstmal aus dieser Situation rauskommen. Wo müssen wir hin? Hast du irgendeinen Ort oder so? Nein, habe ich nicht. Ich werde jetzt einfach nur auf mein Bauchgefühl hören. Oh nein, 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 nein. Die Polizisten kommen immer näher. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Auf gar keinen Fall bleiben wir stehen. Leute, was mache ich nur? Wie komme ich aus dieser Situation raus? Nein, 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 nein. Ich habe eine Idee, Leute. Erinnert ihr euch noch das letzte Mal an den Kumpel von Russik? An Jeffrey? Der korrupte Bulle? Der ist der Einzige, der uns rausholen kann. Ich muss ihn mal gleich anrufen. Aber erstmal müssen wir hier uns in Sicherheit begeben. Oh, no. Da sind gegen Palmen gefahren. Nein, 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 nein. Blitzi, Handschuhfach aufmachen. Okay, ich habe eine Pistole rausgenommen. Das wird mir alles hier zu gefährlich, ey. Bist du sicher, dass es das Gute ist, was wir machen? Achtung, Achtung, wir müssen Gas geben. Timmy, hast du schon mal geschossen? Ja, aber nur Spaß. Nein, dann solltest du die Finger davon lassen. Ich versuche ja auch keine Menschen zu attackieren, sondern die Reifen von denen. Halt dich fest, der nächste Polizist, der uns attackieren soll, da vorne sind die. Auf die Reifen! Sollen wir nicht einfach bleiben stehen? Wir werden niemals stehen bleiben! Ihr werdet uns nie bekommen! Ich finde das nicht gut, dass ihr die Unschuldigen einfach so gefangen halten wolltet! Hey, Sue, ich will zu Max, Mann. Bitte lass mich zu Max einfach wieder hin. Wie? Wir können doch jetzt nicht zu Max. Das Problem ist, wenn wir dich jetzt zu Max bringen, dann wird Max auch in Probleme geraten. Und das kann ich nicht zulassen. Halt dich fest. Blitzi ist robuster als alle anderen Autos, die du kennengelernt hast. Wir schaffen das. Und Leute, so langsam macht mir das Spaß. Ich sag euch ehrlich, gegen die Polizisten mich anzulegen, wollte ich nicht machen. Ich meine, vielleicht werden wir jetzt im Register eingetragen als Krimineller, aber wir sind nicht kriminell. Und das ist das, was gerade zählt, Leute. Und deshalb, lasst uns das Abenteuer starten. Timmy, halt dich fest. Es wird gleich richtig schräg. Es werden so viele Polizisten kommen. Ich merke das gerade überall. Guck mal, die ganzen Sperren hier. Nein, Blitzi, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Mach dir wirklich keinen Kopf um mich. Ich halte jeden Kratzer hier aus, auch wenn ich jetzt einige Schramme habe. Aber das tut mir gar nicht weh. Okay, Blitzi. Genau so. Deshalb bist du mein bester Freund, Blitzi. Wir geben Gas, Junge. Konzentrier dich. Wir schaffen das. Ich meine, die Polizisten... Ich bleib auf gar keinen Fall stehen. Denk nach. Sie sind umzingelt. Blitzi, hast du eine Idee, was wir machen können? Ja, ich habe eine richtig gute Idee. Lass uns zur Nordküste fahren. Dort werden wir die abhängen. Vertrau mir, das machen wir jetzt. Okay, Blitzi, ich habe dir immer vertraut. Und deshalb werden wir jetzt zur Nordküste fahren. Dort werden wir die Polizisten abhängen. Let's go! Das ist you? Ja, was ist los, Timmy? Ich habe eine Frage. Du redest die ganze Zeit. Ich dachte, du redest mit mir, aber irgendwie redest du nicht immer. Ich rede gerade mit meiner Freundin gerade am Telefon. Siehst du nicht, dass ich am Telefon bin? Ja, doch, stimmt. Ja, hab alles keine gut. Angst. Hast du gerade gesehen, wie viele Polizisten hinter uns waren? Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Zur Nordküste müssen wir fahren. Weg mit dir! Okay. Blitzi, du weißt, was zu tun ist, oder? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Mach dich bereit! Blitzi, in 3 Sekunden Superspeed anwenden! 1, 2, 3! Superspeed wird angewendet! Wow. 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 Sehr gut, Blitzi. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal einen guten Vorsprung haben. Und jetzt müssen wir schnell zur Nordküste fahren. Ich höre nur noch wenige Polizisten. Da vorne ist noch einer. Weg mit euch. Und jetzt, Blitzi. Weiter geht's. Alles gut, Blitzi ist eine Freundin oder ein Freund, wie du es halt nehmen willst. Okay. Siehst du nicht mein Telefon, was ich gerade draußen habe? Also jetzt hast du gerade keins. Blutest du gerade?
Ja, die haben mich angeschossen. Du musst schnell Hilfe holen, bitte. Aber du wurdest nicht richtig getroffen, oder? Ich glaube, das sind... Nein. Ich habe vorher noch ein Erdbeermarmelonenbrot gegessen. Okay, sehr gut. Dann geben wir hier nochmal Gas. Ja, wir sind, denke ich mal, gleich sicher. Let's go. So, Blitzi, sind wir angekommen? Ja, wir sind angekommen. Und guck mal, kein einziger Polizist ist dort. Niemand. Wir sollten hier in Sicherheit sein. Aber vergiss nicht, wir sind jetzt wahrscheinlich im Register eingetragen. Und deshalb, Leute, kommen wir jetzt zu Plan B. Wir müssen mal ganz kurz hier unseren alten Kollegen Jeffrey anrufen. Timmy, kannst du gerne aussteigen? Ja. Jeffrey, geh ran, es ist so wichtig. Jeffrey, geh ran, bitte. Hallo. Leute, da ist er. Jeffrey, hast du dir deine Haare geschnitten oder was? Ja. Jeffrey, du hast wahrscheinlich sicherlich mitbekommen, was gerade in Los Santos abgeht, oder? Sag mal, stehe ich auch im Register gerade drin? Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, und deshalb brauche ich deine Hilfe. Die ganzen Polizisten werden mich ja jagen jetzt. Ich kann also nicht mal normal in Los Santos leben. Und deshalb ist deine Aufgabe, mich aus diesem Registerbuch rauszuschreiben. Kriegen wir das hin? Ey, ja, was kriege ich dafür? Ich kann das nicht einfach so. Taui kriegst du. Taui, 2000. 2000, okay, dann machen wir das. 2000 ist gut? Okay. Okay, ja. Jeffrey, ich zähle auf dich, ja? Ja. Wie das letzte Mal. Du hast mich das letzte Mal auch nicht enttäuscht. Ja, okay. Klar. Sehr gut, ciao. Jeffrey. Ciao, ciao. Okay, Freunde, das war einfacher als gedacht. Und Jeffrey, wenn er was sagt, der hält eigentlich sein Wort. Dadurch hatten wir Stani so gut pranken können und ich glaube, wir sollten in Sicherheit jetzt sein. Ich bringe jetzt mal Timmy nach Hause und danach gucken wir weiter. Timmy? Ja? Du bist sicher. Du bist sicher. Mach dir auch keinen Kopf. Erzähl das niemandem, was heute passiert ist. Niemanden. Okay. Nicht Max, nicht Russik, niemanden, okay? Wenn das Problem ist, wenn andere das jetzt erfahren sollten, dann werden wir wieder Probleme bekommen, weil die Polizisten, die werden uns aus dem Register streichen, so als ob dieser Tag gar nicht vorhanden war. Okay, du kannst mich hier rauslassen. Hier ist Max Haus, dann gehe ich hier schwimmen ein bisschen. Okay, dann machen wir das so. Timmy, hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen. Pass gut auf dich auf. Und ich bin echt erschöpft. Das war wirklich zu viel Abenteuer an diesem Tag. Ey, du hast was gut bei mir, ja? Und wasch mal bitte dein T-Shirt. Du siehst gar nicht gut aus. Aber dir geht's trotzdem gut? Mir geht's gut. Mach's gut. Tschüss. Okay, und Leute. Grüß Blitzi. Mach ich... Woher? Warte mal. Ich glaube, Der hat ein bisschen... Nix, alles gut, mach's gut, ciao, ciao. Ganz seltsamer Typ, der Timmy, aber scheint trotzdem ein sehr netter Mensch zu sein, Leute. Und ich muss jetzt erstmal schlafen gehen. Blitz, ich bin wirklich kaputt. Ja, ich bin auch kaputt. Lass uns nach Hause fahren. Es war wirklich zu groß, das Abenteuer. Ich bin auch echt erschöpft. Lass uns nach Hause fahren. Okay, Blitzi, da würde ich mal sagen, Leute, es hat richtig Bock gemacht heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich soll 5000 Likes droppen. Genau so und nicht anders. Okay, Blitzi, ich glaube, die machen das. Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Und checkt natürlich auch die ganzen Jungs ab. Unten in der Videobeschreibung. Ganz wichtig, ja? Abchecken. Haut rein. Wir sehen uns. Peace.